Heute geht es also speziell um den Part des Landeskriminalamts Niedersachsen in diesem EU-Projekt. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Dr. Anke Schröder und Maximilian Querbach. Hallo, genau, jetzt könnte man Hallo. euch auch sehen. Hallo. Hallo. Anke Schröder ist Architektursoziologin und verfügt bereits über sehr viel Forschungserfahrung in derartigen Projekten. Und beim LKA Niedersachsen ist Anke Schröder verantwortlich für das Kompetenzzentrum Urbane Sicherheit in der kriminologischen Forschung und Statistik, kurz KURBAS. Maximilian Querbach ist Soziologe und Kriminologe und bearbeitet im LKA Niedersachsen das CCI-Projekt als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich heute das Projekt Cutting Crime Impact zum Teil hier vorstellen kann. Natürlich kann ich es nicht ganz und vollumfänglich umreißen in 15 Minuten. Aber wir werden darauf eingehen, warum sich eigentlich eine Sicherheitsbehörde wie das Landeskriminalamt Niedersachsen, das ja nun mal nicht als originäre erste Aufgabe hat, in Forschungsprojekten aktiv zu sein, sich aber im Bereich der europäischen Forschung und hier im Bereich der urbanen Sicherheit auch aktiv beteiligt. In unserem Team sind aktuell, neben mir sind das Maximilian Querbach, haben Sie eben schon kennengelernt, und Melanie Schlüter, die jetzt neu angefangen hat. Und sozusagen als Backup kann man auch immer noch Alexander Gluber und Hartmut Pfeiffer nennen, die uns in dem Projekt unterstützen. Sie haben eben schon von Claudia Heinzelmann gehört, dass ich Architektursoziologin bin und verantwortlich für das Kompetenzzentrum Urbane Sicherheit. Dieses Kompetenzzentrum hat eben den Slogan: Gemeinsam mit der Polizei Sicherheit planen und gestalten. Aus einem Erlass des niedersächsischen Innenministeriums, aber auch aus der Polizeidienstverordnung 100 und als Träger öffentlicher Belange tatsächlich in Planungsprozesse ist die Polizei sozusagen aufgefordert, sich ja auch an kriminalpräventiven Maßnahmen zu beteiligen. Polizei eben ist verantwortlich für die Gefahrenabwehr. Was sind unsere Aufgaben? Wir haben drei Säulen insgesamt. Im Kompetenzzentrum Urbane Sicherheit führen wir Beratungen durch, Beratungen von Gemeinden, Kommunen und anderen Akteuren zu allen Fragen der Sicherheit. Dazu gehört einerseits sicheres Wohnen, dazu gehört Sicherheit in öffentlichen Räumen oder auch die Beratung bei der Aufstellung von Bebauungsplänen. Und wir unterstützen neuerdings auch bei der Entwicklung integrativer Sicherheitskonzepte. Da kann es eben auch um das sogenannte Target Hardening, also der Schutz von Objekten und Plätzen gehen und eben auch von Veranstaltungen. Dort versuchen wir, unser Know-how in die Kooperation, in die Netzwerke hineinzubringen. Und jetzt komme ich schon auf die Netzwerke. Also wir versuchen das natürlich nicht alleine, sondern wir verstehen uns als ein Partner von vielen, zum Beispiel in der hier abgekürzt KPK. Das ist eine polizeiliche Spezifizierung sozusagen, so viele Abkürzungen zu benutzen. Das ist die Kommission polizeilicher Kriminalprävention, in der wir aktiv sind. Wir sind natürlich aktiv in kommunalen Kriminalpräventionsräten mit der lokalen Polizei in Niedersachsen. Wir sind Mitglied der Sicherheitspartnerschaft im Städtebau und interessanterweise auch Mitglied in der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung. Aktuell beschäftigen wir uns auch damit, wie wir es uns gelingen kann, Sicherheitsaspekte in DIN-Normausschüssen zu berücksichtigen und dort mitzudiskutieren. Aber ein großer Teil unserer Aufgabe ist die Forschung. Das heißt, wir initiieren internationale und nationale Forschungsprojekte, und dazu gehört eben auch das Projekt Cutting Crime Impact. Wir haben aber als Aufgabe hier das Thema Kriminalprävention im Praxistest, und zwar Theorien der Kriminalprävention. Ich werde sie Ihnen nicht im Einzelnen aufzählen. Ich werde Ihnen nur sagen, dass wir aus zwei Richtungen sozusagen unsere Forschung und unsere Praxis unterstützen. Das ist zum einen sind die Theorien aus der Kriminologie. Da gehen wir eben von der Täterperspektive zum situativen Ansatz aus. Wir betrachten Verfallserscheinungen im Raum als Kriminalitätsursache. Und aus der stadtsoziologischen Perspektive ist es eben ich muss mal hier mein Dings ein bisschen höher machen. Sekunde, Entschuldigung. So.
ist es eben, dass die Kriminalität durch die Gestaltung des Raums beeinflussbar ist. Und das Ganze mündet dann sozusagen in der Kriminalprävention im Wohnumfeld und in der Nachbarschaft, also präventive Planung und Gestaltung. Wir gehen daher davon aus, dass es zwei Perspektiven gibt, aus der wir immer schauen müssen. Das ist zum einen natürlich die objektive und die subjektive Sicherheit. Das heißt, wir schauen einmal auf die sogenannten Gefahrenorte. Also wir schauen tatsächlich uns Orte an und sehen uns dort die Kriminalitätsbelastung mit Raumbezug an. Wir erstellen ein kleinräumiges Kriminalitätslagebild, das sich eben auf Straßenebene konzentriert in einem Jahresdurchschnitt. Nicht Durchschnitt, sondern in einem Jahresrhythmus, um dort eben auch die Abbildung von Sommer- und Winterschwankungen drin zu haben. Wir haben eine deliktspezifische Beschreibung der örtlichen Situation. Das ist vor allen Dingen schön, weil wir die Ordnungsstörungen, die wir erfassen können durch unser Eingangssystem, ebenfalls darstellen können, sodass wir dann auch wieder zum Ort gehen können und sagen können, ja, wieso kann denn hier zum Beispiel so viel Graffiti, so viel Vandalismus sein? Hat das auch damit zu tun, dass der Raum vielleicht nicht so gestaltet ist, dass man ihn einsehen kann oder dass man eine soziale Kontrolle darauf hat, eine positive soziale Kontrolle? Die andere Perspektive ist die subjektive Sicherheit, das nennen wir Angsträume. Wir identifizieren Angsträume, das tun wir durch diversitätsorientierte Raumanalysen. Sehr komplexes Feld, hat auch viel mit CCI zu tun in Bezug auf Feeling of Insecurity. Also jeder und jede hat ja ein unterschiedliches Sicherheitsempfinden und wir versuchen das natürlich nicht zu individualisieren, sondern daraus unterschiedliche Nutzungsgruppen abzugreifen, sodass wir das übertragen können auf andere Situationen. Dieser Ansatz hat uns dazu bewogen, schon am Projekt Cutting Crime Impact teilzunehmen. Die Ziele des Projektes Cutting Crime Impact ist eben die Erarbeitung eines präventiven, evidenzbasierten und nachhaltigen Ansatz für Strafverfolgungsbehörden und auch für Sicherheitspolitik, für die Bekämpfung von Alltagskriminalität mit großer Auswirkung. Es geht um die Entwicklung eines erweiterten europäischen Sicherheitsmodells durch die Berücksichtigung eben von objektiver Alltagskriminalität und subjektiver Unsicherheit der Bürger und Bürgerinnen, also ganz in unserem Interesse. Das Ziel ist eine breitere Übernahme wirksamer Politiken und die Praxis, die durch die EU dann auch weiter gefördert werden kann. Und interessanterweise stehen wir natürlich in den einzelnen Ländern an ganz unterschiedlichen Stellen. Mit einem Design Thinking Ansatz aus sozialwissenschaftlichen Methoden und Innovationswerkzeugen werden eben dort innovative Werkzeuge eingesetzt. Das macht es sehr spannend. Darauf gehe ich gleich im Folgenden noch mal kurz ein. Und mein Kollege Maximilian Querbach macht es dann an dem Bereich Predictive Policing fest. Wir haben auf der einen Seite im Projektteam mehrere Institutionen, die der wissenschaftlichen und der Multiplikatorenseite zuzuordnen sind. Die sind jetzt unten eingeblendet und wir haben aber auch 6 Strafverfolgungsbehörden aus unterschiedlichen Ländern, die sich daran beteiligen. Das Interessante dabei ist eben genau jenes Design Thinking, also das heißt Unterstützung durch Design. Und hier kann man eben an dieser Abbildung sehen, dass dass der Bedarf in der Mitte weiß markiert, im Mittelpunkt aller Entwicklungen steht, also sowohl technologischer, wissenschaftlicher, wirtschaftlicher, auch projektbezogener und die Menschen selber. Also der Nutzen und auch der Bedarf steht immer im Mittelpunkt. Und wir haben in unserem Projekt sozusagen erstmal die Entdeckung bestimmter Aspekte des Cover, dann haben wir die Definition verschiedener Anforderungen und Bedarfe, wir haben die Entwicklung und dann eben auch die Umsetzung. Und diese Schleife bedeutet, dass wir sozusagen nicht am Anfang etwas erkannt haben und bis zum Ende linear durchziehen, sondern wir führen immer neue Schleifen ein, sodass wir uns vom Produkt her oder vom Ergebnis her immer wieder überlegen, ist das, was wir entwickeln, jetzt tatsächlich handhabbar und gut erreichbar für Nutzerinnen und Nutzer. Diese Schleife wird auf 4 Themenfelder angewendet, auf die städtebauliche Kriminalprävention, auf das Community Policing, auf Predictive Policing oder auch auf Messung und Minderung von subjektiver Unsicherheit. Das Design Thinking ist sozusagen ein kreativer Ansatz und nicht nur zur Entwicklung neuer, sondern auch zur Kontrolle bestehender Aspekte.
Das heißt, wir haben bereits in der Vergangenheit an einigen Stellen mit dieser Methode schon gearbeitet. Und jetzt möchte ich Ihnen eben diese beiden Beispiele ausführen. Und zwar führen wir sogenannte systematische Begehungen durch. Wir nennen es auch Walk Around Your Hood. Und zwar in 7 Schritten führen wir mit den Akteuren vor Ort eine Begehung durch. Wir werden sozusagen informiert über kriminalpräventive Räte oder die lokale Polizei oder auch die Stadtplanung oder das Wohnungsunternehmen, die sagen, Mensch, wir haben ja eine Situation, die ist für uns nicht so klar. Wir wissen entweder nicht, ob da vielleicht eine Entwicklung hingeht, die zu Störungen führen kann, oder aber wir haben schon eine Situation, die wir managen müssen, und wir wollten das sehr gerne mal im Team durchführen. Das heißt, wir als LKA stellen eben dieses kleinräumige Kriminalitätslagebild, das eben auch Ordnungsstörungen hat, auf. Wir definieren die Angsträume aus der Erfahrung heraus, aus unserem Erfahrungsschatz im Einsatz auch der Sicherheitspartnerschaft im Städtebau in Niedersachsen. Wir stellen die Gefahrenorte und Angsträume gegenüber. Man kann das unten in der Präsentation leicht sehen, denn es ist klar, dass nicht immer die Menschen dort unsicher sind, wo tatsächlich irgendetwas stattfindet, Kriminalität oder Ordnungsstörungen. Und danach legen wir eine Route im Gebiet fest und auch die entsprechenden Expertinnen und Experten, die mit uns mitgehen. Wir geben Ihnen eine systematische Kriterienliste an die Hand, die unterschiedliche Bereiche, sicherheitsrelevante Aspekte umfassen, also sehr auch auf den Nutzen derjenigen, die den Raum bespielen oder benutzen oder sich dort aufhalten, dort leben. Das steht wieder im Mittelpunkt. Und dann werden sozusagen diese Experten gebeten, in einem Konsens mit einer konsensualen Lösung dort für Vorschläge zu sorgen, die dann auch Zuständigkeiten gleich festlegen kann. Das heißt, wir machen Expertinnen zu Nutzerinnen. Wir versetzen die Sozialarbeit, die Wohnungsunternehmen, die Geschäftsleute, die Polizei immer in eine Rolle. Sie sind also nicht nur als Experte unterwegs, sondern auch in der Rolle zum Beispiel des Vaters mit dem Kleinkindes oder der älteren Frau mit Rollator oder der jungen Frau auf dem Fahrrad. Das bedeutet, wir stehen an einer Ecke und fragen die Leute erstens, wofür seid ihr hier zuständig? Und zweitens, könnt ihr euch vorstellen, dass ihr euch an dieser Situation, also ist die Ampelschaltung zum Beispiel lang genug, um die Straße zu überqueren? Ist die Bodentextur so ungleich, dass man mit dem Rollator möglicherweise sich nicht sicher fühlt? Wird man überhaupt, kann man gesehen werden, wenn man um Hilfe ruft? Kennt man möglicherweise die Nachbarn oder sieht man überhaupt die Hausnummern? Das sind alles Fragestellungen, die dabei eine Rolle spielen. Dann nach dieser Begehung gehen die ganzen Ergebnisse an die Akteure vor Ort zurück und die müssen in der nächsten Schleife sozusagen wieder überlegen, wie sie dann die Bedarfe der Leute vor Ort wieder in den Fokus nehmen. Ein zweiter Aspekt, den ich hier noch aufgreifen möchte auf einer ganz anderen Ebene, der ist, wir haben einen Ratgeber zur Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten in der Bauleitplanung entwickelt. Das klingt sehr theoretisch und ehrlich gesagt ist es das auch, weil es eine Planungsebene ist, die erstmal nur eine 2D-Ebene hat. Aber die Polizei als Träger öffentlicher Belange in Niedersachsen ist aufgerufen, zu Änderungen von Bebauungsplänen Stellung zu beziehen. Das haben wir in der Vergangenheit immer eifrig gemacht und festgestellt, dass nie eine Rückmeldung kam. Das steigert natürlich den Frust sozusagen bei denjenigen, die die Stellungnahme geschrieben haben. Dann bin ich mit meiner Kollegin Sabine Rebe in einem anderen Projekt zur Stadt Braunschweig gegangen, wo wir mit der Stellungnahme davor saßen und meinten, wir haben hier so eine interessante Stellungnahme geschrieben, was davon kann eigentlich berücksichtigt werden? Und die Rückmeldung war, das ist eine tolle Stellungnahme gewesen, vielen Dank, aber in dieser Planungsphase interessieren uns lediglich planungsrechtliche Fragestellungen. Alles andere, da gibt es kein Verfahren selbstverständliches, dass es weitergereicht wird in die nächste Ebene, sondern diese Stellungnahme, im besten Fall wird sie weitergegeben und manchmal eben auch nicht. Insofern haben wir gedacht, wir müssen unsere Kolleginnen und Kollegen dazu befähigen, diese komplizierten Planungsgrundsätze erstmal nachvollziehen zu können und dann auch die Sicherheitsrelevanz dazu aufzeigen zu können. Also wieder eine Schleife sozusagen zu den Nutzenden, um zu sehen, was braucht es denn vor Ort, damit man damit umgehen kann. Das waren jetzt auch schon
Ich war sogar schneller als gedacht. Das waren jetzt auch schon meine beiden Beispiele, die wir jetzt im Cutting Crime Impact Projekt versuchen, auf dieses komplexe Feld der Minderung und überhaupt Erfassung von Unsicherheit im öffentlichen Raum anzuwenden. Und da sind wir im Moment am Anfang. Deshalb habe ich Ihnen andere Beispiele gezeigt. Und mein Kollege Maximilian Querbach kann aber zu dem Bereich Predictive Policing schon wesentlich mehr sagen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, Maximilian Querbach, für den Beitrag. Es wird ja sehr schön deutlich, finde ich, dieser Forschungsansatz, der wirklich genau erstmal schaut, wo ist das Problem und darauf ansetzt dann. Die Zuhörer interessieren sich jetzt gerade für das Funktionieren der Premap-Software. Und da ist eine Frage, ob das eigentlich da auch eine Spracherkennungssoftware gibt, die das erleichtern würde, dass man das da eingibt. Also es geht nochmal so ein bisschen, warum ist das so schwierig? So habe ich die Frage verstanden. Also man muss sich das so vorstellen. Premap ist erstmal nur eine Karte, auf der Einbruchsdelikte der letzten 4 Wochen beispielsweise im Browser, wie als ob ich Google Maps öffnen würde. Und da werden Punkte quasi dargestellt, wo die letzten 4 Wochen an Einbruchsdelikten in den Städten gezeigt werden. Und es sind immer auch, wenn ich auf das Delikt klicke, dann sehe ich quasi eine kleine Sachverhaltsbeschreibung zum Tathergang oder so etwas. Und im Auto war die Idee dann natürlich, dass die Beamten, wenn sie jetzt ein Risikogebiet in ihrem Bestreifungsgebiet haben, das Tablet eben mitnehmen oder im Auto installiert haben und sehen, aha, da ist das Risikogebiet. Wenn ich jetzt zwischen meinen ganzen Einsätzen Zeit habe, sollte ich das bestreifen. So die Idee. Man sollte jetzt auch nichts in Premap in dem Sinne eingeben, weil es ja erstmal nur eine Bestreifung war. Das andere, wovon ich gesprochen habe mit Dateneingabe, das ist unser Fallbearbeitungssystem Nivadis, wo eben, sobald Beamte einen Fall aufnehmen, normalerweise ja erstmal Zettel und Stift nehmen, sich den Sachverhalt merken, wenn sie später zurück in der Dienststelle sind, sich an den PC setzen und da alles dann eingeben. Und dann quasi, wenn es ein Einbruch war, dann übernimmt Premap diese Daten, die Informationen. Die Idee war jetzt eben innerhalb des Streifenwagens die Möglichkeit zu schaffen, direkt auf Nivadis zuzugreifen und im Auto schon die Sachen direkt einzugeben, die Informationen. Dann die auch tagesaktuell vielleicht nochmal in Vorhersagen einfließen könnten. Wie ich eben schon sagte, Problem war dann eben keine Tastatur. Bluetooth-Tastatur ist problematisch anscheinend wegen, könnte gehackt werden und wäre nicht so toll, wenn irgendjemand von außen ins polizeiliche Netzwerk auf einmal reinkommt. Dann mussten die Beamten eben über die Bildschirmtastatur, was natürlich auch, wie man sich vorstellen kann, wenn man einen längeren Vorgang anlegen möchte, relativ suboptimal ist. Also führt es im Endeffekt dazu, dass die Beamten dann wieder zurück in die Dienststelle fuhren und da eben den Sachverhalt aufnahmen.